Wir sind hier an der HFDM Grenchen, zwar im Standort Biel, und wir haben heute einen Praxisschnuppertag für den Faserverbundkurs, den wir anbieten wollen. Da können die Leute heute mal ein Hands-on machen und Erfahrungen sammeln mit Materialien und etwas machen. Ich habe mir einfach vorgenommen, und das ist wie immer, ich jumpe raus und habe keine Ahnung, was passiert. Ich habe Leute, die mit meinem Material so eine Flexbox bauen sollen. Und die Idee ist eigentlich, dass sie dabei eigentlich die wichtigsten Möglichkeiten, die man mit diesem Material machen kann, erfahren können. Jetzt ist es auch nicht nur ein logischer Workshop, es gibt noch einen zweiten Workshop nebendran. Was passiert dort? Also wir haben einfach die zwei Gebiete, die im Naturfaser oder auch in der Mineralfaserverbund möglich ist, bieten wir anbieten. Ich mache Naturfaser-Thermoplastverbund-Thematik. Und im Zimmer nebenan kommt der klassische Harz-Mineralfaserverbund zum Thema. Weil beides geht um das gleiche Thema, Lichtbau. Und Lichtbau bedeutet Energieeinsparung, heisst in jedem Bereich, auch in der Mobilität, in allen Bereichen eigentlich ökologischen Vorteil. Erstens mal ist der Workshop heute für Leute, die gar keine Ahnung haben über das Ganze, die wirklich von vorne. Wir fangen an mit den Faserverbundmaterialien. Was hat es für Materialien? Was gibt es für Möglichkeiten auch mit den Klebstoffen, mit dem Harz-Härtesystem? Das ist das, was die Leute einfach, dass sie von Anfang an sehen, was sind es für Grundmaterialien und wie setzen sich die zusammen. Die heutige Aufgabe wird sein, ein Teil zu laminieren. Von Hand. Und zwar gibt es ein Teil, das aussieht wie eine umgekehrte Maus, also wie eine Computermaus, wo zwei Röhrchen dann nachträglich von den Probanden eingeklebt werden können. Und dann hat man einen Filzstift oder einen Kugelschreiberhalter auf dem Pult in Sichtkarbon.